Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Ja, heute möchte ich euch mein schwarz-rotes Deck mit den vielversprechenden Namen Wahnsinn vorstellen. Und wie es wahrscheinlich einige traditionelle Magic-Spieler schon erahnen können, hat das etwas mit der damaligen Fähigkeit Wahnsinn zu tun. Und die hatte eigentlich immer quasi den Effekt gehabt, wenn der Gegner irgendeine Handkarte abwirft, beziehungsweise wenn man selbst eine Handkarte abwirft. Hier allerdings münzen wir es um, wie ich gerade schon angedeutet habe, dass der Gegner Handkarten abwirft, das quasi das Deck besteht daraus, wir sehen Liliana, Kreatur opfern, Gegner wirft Karte ab, wenn man ein Deck Liliana Planeswalker hat, bestialisches Gespenst, wenn es das Gespenst Spiel kommt, wirft ein Gegner eine Karte ab, immer wenn ein Gegner eine Karte abwirft, verliert er 2 Lebenspunkte. Das heißt, wir versuchen mit dieser Karte und auch mit dieser, die quasi denselben Effekt hat, den Gegner damit in die Knie zu zwingen, weil einerseits ohne Handkarten kann er nicht wirklich was machen. Andererseits macht es ihm Schaden. Das heißt also, es wäre vom Gegner sehr relativ klug, möglichst nie Handkarten zu haben und die immer auszuspielen. Das ist also automatisch eine Schwäche von dem Deck. Doch diese Schwäche müssen wir ausgleichen und können wir auch ausgleichen. Das machen wir einmal mit Davrige Raub der Schattenmagier. Und hier geht es eher um seine passive Fähigkeit. Wenn der Gegner weniger Karten auf der Hand hat als 2 Stück, dann bekommt er durch Dariel 2 Schadenspunkte. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist unser, wo ist er? Da, Ankrat, der Flammengekettete und Obnilix ist der Hasserfüllte. Der Flammengekettete lässt Gegner Handkarten abwerfen und Lebenspunkte verlieren. Und ihr seht die letzte Fähigkeit, jeder Gegner verliert Lebenspunkte in Höhe der Anzahl der Karten in seinem Friedhof. Das heißt, es gibt 2 Varianten. Der Gegner zieht nach, wirft ab, kriegt Schaden, hat viel im Friedhof. Oder Variante 2, er hat das alles nicht, er versucht keine Karten nachzuziehen und ist handlungsunfähig. Mit Obnilix Nixilis, der Hasserfüllte, ist das besonders gut. Wenn der Gegner eine Karte zieht, kriegt er einen Schaden. Okay, gut, kann mit leben. Aber die letzte Fähigkeit ist interessant. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, ihr Beherrscher zieht 2 Karten. Haben wir ihn draußen. Können wir also quasi den Gegner eine Kreatur wegnehmen und dann hat er 2 Handkarten. Insgesamt ist es kein schlechter Tausch, sogar vorteilhaft. Aber schaffen wir es dann mit einem unserer Karten, dass er die wieder abwirft, machen wir ordentlich Schaden. Oder aber wir nutzen die zweite Fähigkeit einfach, dass wir vielleicht mal Karten nachziehen, wenn es eng wird. Der Rest des Decks werdet ihr sehen, baut mehr oder weniger darauf auf, dahin zu kommen. Wichtig vielleicht noch ist der Chaosstab. Dieses Deck ist sehr anfällig gegen viele kleine Kreaturen, also gegen Rush auch. Aber auch, wenn wir unsere Planeswalker und unsere Verzauberung verlieren, dann wird's eng. Und hier hilft uns der Chaosstab, indem wir Hexereien und Spontanzauberkarten direkt aus dem gegnerischen Deck herauswirken können, sodass er die nicht nutzen kann. Ideale Strategie wäre also, ja, wir holen alles aus seinem Deck raus mit dem Ding hier, was uns stören könnte, verteidigen uns mit einigen Zerstörungssachen, die da drin sind, und zwingen nach und nach dann Karten abzuwerfen. So, und jetzt wollen wir mal schauen, ob das klappt. Schauen wir mal, Sildari ist unser erster Gegner. Mal sehen, was der so drauf hat. Immerhin ist das Deck relativ schwach, da sehr langsam und sehr mana-intensiv. Aber wenn es mal richtig wirkt, funktioniert es quasi wie ein großes Uhrwerk. Alles greift ineinander. Wir behalten ihn mal. Alles greift ineinander und funktioniert dann fast von alleine. Das ist nicht gut, der hat ein schnelles Deck. Solange sich 3 oder mehr Länderkarten. Okay, auf freien Land. Ja, ist doch ganz nett für ihn. Das komplette Spiel, also rein damit. Wow. Ein Grünwasch. Alles klar, Leute. Alles klar. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir schnell genug Zeug rauskriegen, dass er nicht hinterherkommt. Von meiner aktuellen Hand her schätze ich mal, das wird nichts. So, jetzt fangen wir ein bisschen an. Lassen wir ihn erstmal was opfern. Wenn er klug ist, wählt er den. Ne? Echt, du hast nicht erwartet, dass du noch Parenta-Karten in den Friedhof kriegst?
Bisschen überrascht, aber okay. Ja, lass ihn erstmal noch einen Grad abwerfen. Was macht das nochmal? Ah ja, alles klar. Das sind die anderen Kreaturen und Zombies, schon schön. So, nächsten Zug können wir unsere Wiedergeburt des Ältesten raushauen. Heftige Karte, denn er muss Kreatur der Planeswalk opfern, dann Handkarte werfen und dann kann ich mir eine Kreatur holen. Oder so ein Planeswalker, ne? Kann ich wählen? Ja. Das gibt uns natürlich einen extremsten Vorteil. Er kann eh nicht spielen, deswegen kann ich es in der Hauptphase raushauen. Dann ist erstmal seine Offensive dahin. Ja, jetzt sind wir dran, Sildari. Du ewig wiederkehrender Schrecken. Nein, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ja, ist cool. Falls man einfach spielen kann, baut man eine kleine Kantine. Ja, das ist cool. Würde ihn bestimmt ärgern, dass wir sie ihn jetzt kaputt machen. Denn, ja, wir haben die Wiedergeburt des Ältesten. Bye, bye. Den holen wir uns vielleicht später. So, und ihr seht, jetzt geht's schon los und wird eng für ihn. Viel kommen wir beim Liebeanzahl. Ja, werf deine Karte ab! Werf sie ab! Echt? Wow. Eigentlich war das ein Scherz, ich habe nicht gerechnet, dass das wirklich macht. So, was hast du in deinem Friedhof? Du hast die ganzen Inventarwesen drin, ne? Ich bringe davon eine Länderkarte in. Was ist das hier? Ja, das Mana habe ich nicht. Ja, gut. Dann durch. Der Schütze ist erstmal perfekt mit seinen Todesberührungen und Lebensverknüpfungen. Da kommen wir eine Weile hin. So. Wie viel Mana haben wir denn? 6. Natürlich genau ein Mana weniger, als ich mir gerade wünsche. So, ihn brauchen wir jetzt erstmal noch nicht, aber er kriegt jetzt jeden Zug Schaden. Schon alleine, weil er keine Handkarten hat. Wenn wir ihn ausholen, kriegt er Schaden, weil er welche hat. Und dann wieder abwerfen muss. Ein Teufelskreis. All I've left you is pain. Ich überlege noch mal, wenn ich vorher seine Bibliothek zu mischen werde. Können die wahrscheinlich sogar direkt nächsten Zug töten, muss ich da mal kurz durchrechnen. Er kann jetzt sowieso höchst mit ihm noch angreifen. Okay, er könnte ihr Eile geben. Ja, würde wahrscheinlich auch reichen. Macht er nicht. So, wen holen wir uns denn wieder? Das wäre das Blödste, weil sie legendär ist. Ja, das Sinnvollste wäre die. Spielt aber eigentlich keine Rolle. So, Land. Danke. So, ich meine, haben wir jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nehmen wir, wir spielen ihn. Wir lassen ihn, wird stören die Kreatur, er zieht 2 Karten, geht auf 5. Dann nutzen wir seine Fähigkeit, er wirft eine ab, geht auf 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mana. Oder so. Und lass uns noch eine Runde Zeit. Schauen wir mal, was er uns so bieten kann. Hast du irgendwas in der Decke? Ein Hexereien, Spontanzaubern. Zeig mal bitte her. Ha, da ist einer. Spiel deine Wahl, mischt seinen Friedhof, seine Bibliothek. Das mache ich doch gerne. Gut. Wir können alles wegblocken, was er hat. Also greifen wir ihn an. Wenn ich mich täusche, wirft er im nächsten Zug dann Downside. Ja, das wird jetzt triggern. Weil wir angegriffen haben, müssen wir ihn abwerfen. Aber er hat ja eh keinen. Struggling? Good. So. Jetzt habe ich keine Idee, wie er sich retten könnte. Die Sache ist meines Erachtens für ihn vorbei. So. Er versucht jetzt noch verzweifelt, der Arc. Ja,
Mach gut. Denkst du, ich habe damit kein Problem? Ich nicht. Da. Viel Spaß bei den Töten deiner eigenen Kreaturen. Rude. So. Okay. Wie gesagt, wir töten ihn auf elegante Weise. Ob Elixis. Können wir jetzt leider noch nichts machen. Aber das ist nicht das Problem, denn er wird früher oder später irgendwas ziehen müssen. Schauen wir uns noch ein bisschen sein Deck an, ich habe ja irgendwas Schönes drin. Ja, mach Spiel auf mich, bevor du das machen kannst. Ja. Jetzt ist er trotzdem tot. Einen durch ihn, einen weil er zieht, zwei weil er zu wenig Karten hat. Das war's für ihn. Ich sag schon mal, gutes Spiel und bye bye! Try not to think too hard. So, wer ist denn unser zweiter Gegner? Zanis. Willkommen Zanis. Oder Zanis. Na egal, wie auch immer. Vier Länder, das ist schön. Mit 5 rockt das Deck, mit 6 ist alles spielbar. Damit können wir doch was anfangen. Ich warte noch kurz ein Hallo sagen, bis ich weiß, dass er auch wirklich da ist. Gut, er wird jetzt drüber nachdenken, ob er Mulligan macht oder nicht. So. Er denkt noch nach. Und denkt und denkt und denkt. Denke ich mal, dass er denkt? Denke ich das? Ja. So. Hallo, mein Freund. Spüre die Macht des Sumpfes. Ah, nicht den Schatten. Ah, Lebensdeck. Das, wenn alles ideal läuft bei uns beiden, wird das ein langes Gefecht. Könnte episch werden, mal schauen. Kann nur sein, dass ich nur Scheiße ziehe und ich bin raus. Aber wie gesagt, dieses Deck ist kompliziert und baut miteinander auf seinen Mechanismen auf. Und wenn die halt nicht greifen, dann greift das nicht. Ui. Hübscher. Das hier ist die absolute Karte gegen das Deck. Das ist eine der wenigen Karten, die dieses Deck hier vollkommen nutzlos machen. Meine Chance zu gewinnen tendiert jetzt so bei 10%. Weil er kann sich haufenweise quasi unendlich Token holen, wenn er genug Mana hat. Und überrennt mich früher oder später mit den kleinen Dingen. Ja gut, bis dahin halten wir jetzt einfach mal aus. Bin mir jetzt gar nicht sicher, wie wir das machen. Ich versuche mal ein bisschen auf Wasser zu spielen. Sorry, das Deck ist nicht in dem Sinn ausgelegt, aber man muss ja anpassungsfähig sein. Habe ich einen Sumpfer gegeben? So, wir kommen dann bald an Laliana ran. Von dir 2 Lebenspunkte. Kreaturen haben wir nicht, die wir Sumpfer opfern können. Ist auch nicht so wichtig. Das letzte ist eigentlich dann wichtig und das mittlere. Uns nur entscheiden, wie wir es klug anstellen. Zu wenig Handkarten wird er nicht kriegen, also werden wir mit Liliana gleich vorpirschen. Ich habe nämlich eine fiese Idee. Allerdings hilft das, wie gesagt, nicht gegen diese Karte, gegen alle anderen, nur gegen die nicht. Ja, die Liliana haben sie ja so toll getroffen. Nebenbei, wenn wir dann die Kombination haben mit der anderen Verzauberung, die passend ist, kann man damit wunderbar angreifen. Ich habe eine kleine Karte mit. Ja. Goodbye, Liliana. Ja, das ist nicht schlecht für 2 Mana, muss ich leider gestehen. So, schade, dass wir jetzt nicht Mana gezogen haben. Das hätte ich ganz gut brauchen können. Aber okay, wir machen das anders. Wir müssen jetzt nur dafür sorgen, dass er uns nicht überrennen kann. Hierdurch geht das nicht gut, das gebe ich zu. Aber mit ihm hier werden wir ihn zumindest ein paar Handkarten wegwerfen lassen.
damit die Gefahr zu einem der Mechanik zwar immer nachziehen. Wenn er hier Lebenspunkte kriegt, und damit kriegt er halt immer Lebenspunkte, weil er beschwört sich ein und im gleichen Moment kriegt er dann was dazu, bei der Lebensverknüpfung. Dann, wenn er angreift, oder ich blocke. Mit selbst der hier hilft nicht. Das war so geil, weil er kriegt immer plus 1 und 1 Marke, wenn irgendwie eine Karte auf dem gegnerischen Friedhof landet. Aber die gelten nicht als Karten, das heißt, die gelten schon irgendwo als Karten, aber die landen gar nicht auf dem Friedhof, wenn sie sterben. Das war früher mal anders, da berührten Togen den Friedhof und wurden dann aus dem Spiel entfernt, aber das ist nicht mehr so. Jetzt wandern sie quasi direkt dann aus dem Spiel. Und damit tweakt er das Ganze. Sorin. Sorin fügt ein Spieler oder ein Planeswalker, der kann auch Planeswalker angreifen. Wie geil ist das denn wieder? Sorin, ich will ehrlich sein. Du nervst. Jeder Spieler opfert eine Kreatur oder einen Planeswalker. Jeder Spieler kann wirft eine Karte ab. Opfer mal bitte einen Planeswalker. Ich hoffe, den brauchen wir. Immer noch nützlicher, wenn ihn eine Karte abwerfen zu lassen, weil er dann hier durch 2 Schaden kriegt. A mind is a terrific thing to und er nicht so schnell wieder was Neues spielen kann. Wie gesagt, mit denen jetzt wäre das toll, weil Karte auf dem Friedhof, er wird stärker, früher oder später rocken wir ihn damit. Also ich komme gar nicht. So. Machen wir es trotzdem so, wir spielen das. Den kann ich jetzt nicht abwehren, das muss ich akzeptieren. Greife ihn an, dadurch glückert das und er muss eine Karte aufwerfen, seine letzte. Und eigentlich kann er jetzt keine Karten mehr auf der Hand halten. Nur früher oder später werde ich den hier irgendwie loswerden müssen, ich weiß nicht. Bringt mir nicht die 2 mal draußen zu haben. Würde mir was bringen, wenn er mehr als eine Handkarte immer hätte. Ist aktuell eher unwahrscheinlich, dann machen wir sowas überraschend. Ich hoffe, dass er einfach irgendwas in seinem Deck hat, was mir hilft. Selbst der würde mir jetzt nicht ganz helfen. Ja, jetzt geht's nicht los. Mit ihm angreifen bringt jetzt auch gar nichts. Der muss dringend weg. Unglaublich dringend. Okay, jetzt sollten wir das Angreifen wieder was bringen. Wenn er die Handkarte los wird. Ich bin mir sogar bereit, meine Legendäre für dich zu opfern. Das machen wir jetzt so. Wie sehen die aus? Lass ihn angreifen. Er wirft gezwungenerweise die Karte ab. Er wird 4 zu viel. Und ich block ihn dann. Boah, hat er wieder geile Karte gezogen. Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, eine Todesberührung, Lebensverknüpfung bis Ende des Zuges, falls du am 4 hast, dann noch eine plus 1 plus 1 Marke. Ernsthaft, du nährst. Lebensverknüpfung. Den zu blocken bringt mir aktuell nichts. Ja, triggert. Das hilft mir. Sehen wir, was er macht. In beiden Fällen kriegt der eine plus 1 Marke. Ja, ich würde auch nachdenken müssen. So. Ich brauche mein Leben aktuell dringender als er das seine. Meiner hat aber auch Lebensverknüpfung. Und er nicht. Komm. So, da geht es mir schon wieder ein bisschen besser. Sieht aktuell so aus, als würden wir gewinnen.
Jetzt muss er rechnen. Wenn er nichts Sinnvolles zu tun hat, ist er am nächsten Zug hin. Zerstörungshaufe, den zum Beispiel erstmal helfen. Ja, das war ganz nett. Reicht aber nicht, um am Leben zu bleiben. Und um mich zu töten auch nicht. Gut, dann ist die Partie vorbei. Dann bin ich auf der Hand. Ich würde sagen, Game over. Gute Spielkumpel. Jo, das war Nummer 2. So, Nummer 3 ist Santiago. Schöner Name. Wir haben 4 Länder. Gut, die Farben, darüber kann man sich streiten, aber wir behalten sie erstmal, denn das reicht. Mal schauen, was wir dazu ziehen aktuell. Ja, kommen wir damit nicht weit. Und Santiago denkt eifrig nach, ob seine Hand gut genug ist, um gegen uns anzutreten. Ich sage ja. Ah, sehr schön, gute Entscheidung. Hallo Santiago, hier, schau dir diesen Sumpf an, der ist wunderschön. Ich nehme es zurück, der ist nicht schön. Ja, dein aber auch nicht so sehr. Fangen wir gleich mit dem an. Der ist nämlich auch wunderbar übertrieben. Kann ich glaube ich sogar wiederholen. Ja, kann man. Wir warten mal ab, was er spielt. Wenn, dann spiele ich das nämlich spontan. Gut, hätte sein können, dass er ihn verzaubern will. Er hat sogar einen Konter! Okay. Ich brauche Zeit, wir werden keine Freunde. Und wir ziehen das rote Mana, als hätten wir nichts anderes in der Hand. Na, Kondan! Komm schon, du fällst es doch auch. Du Luder, du. Du hast ein Counterdeck. Wenn du den nicht counterst, hast du ein Problem. Also ich weiß nicht, ob du ein Counterdeck hast. Ich unterstelle das jetzt mal einfach, weil du gerade einen Counter drin hattest. So, jetzt werden wir gleich merken, wie schmerzhaft das ist, wenn man nicht die richtigen Farben hat. Wie ihr seht, wird uns nämlich der Sumpf. Aber also egal, wahrscheinlich wird er. Naja, es fängt jetzt an, unmöglich zu werden. So bescheuert es ist, wir werden ihn jetzt in den Rücken müssen. Einfach nur um Zeit zu gewinnen. Ja, das müsste schaden, die für die zwei Karten, die er da hat. Das ist ein Riesenvorteil. Wir können hoffen, dass er nicht viele Kreaturen oder hohe Kreaturen oder sowas hat. Den kann ich zur Not opfern und wir wiederholen dann. Und den kann ich leben. Ich bin ganz gespannt, was er jetzt macht. Haha. Ja, ich wette, er will was kontern. Was machen wir denn? Soll ich versuchen, Lindiana rauszuhauen? Ach komm, wir versuchen es. Er wird es eh kontern. Von daher. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wir können jetzt nicht ewig warten. Oh Gott, wie überrascht. Einen Counter gehabt. Verdammt. Warum habe ich damit nur gerechnet? I am your inner demon. Todesprogrammierung gefunden. Im nächsten Spiel kommt der Spieler Kampfstand zu ziehen, eine Karte und wirft dann einen ab. Ja, ist eigentlich ziemlich nett.
try not to think too hard. So, jetzt versuch es mal. Was? Ist aktuell mir sogar wertvoller als Liliana, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, wieder was zum Konter dabei? Santiago, du musst kontern. Dieser Zauber ist stark. War ein Vorschlag meinerseits. Ich überlege gerade, ob ich den selber opfer. Um Karten zu ziehen, aber damit warte ich noch eine Weile. Immerhin kann ich mit ihm erstmal ein bisschen Schaden anrichten. Eine Artefakt oder Kreaturenkarte? Nee, hatte ich nicht. Ach, jetzt krieg ich. Knowledge is not without price. Das ist eigentlich sehr nett, dass ich gezogen habe. Cool zu, dass weiß lag. Kannst du gerne machen. Ja, ich hätte jetzt auch gern draußen gekillt. Hätte ich nie gedacht, dass ich ihn höchstwahrscheinlich hiermit kille, weil er alles andere mir wegkauen Counter, das ist eine coole Sache. Ist nicht so geplant. Na, jetzt hast du aber endlich weg. Wurde aber auch Zeit. Ja, damit du an meinen Gott schneller wieder rankommst. Wir kommen ja langsam vorwärts mit seiner Kreatur. Das Deck läuft hier gerade überhaupt nicht so wie geplant, aber die Kunst ist ja eine Strategie zu haben, das nennt man Deckbau, und die große Kunst ist Taktik, zu schauen, vielleicht kommen wir. Tja, das war's noch schon, hat er aufgegeben. Das war damit unser dritter Sieg für heute und ich würde sagen, ja, damit bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Deck hat euch gefallen und mal schauen, was ich euch beim nächsten Mal so zeigen kann. Bis dahin, mögen die Spielegötter euch hold sein und euch mit lobpreisenden Sieg segnen. Tschüss!